Ich bin es gewohnt, gehasst zu werden. Als Manager ist man einsam wie Gott. Nein, jetzt vergleicht das ja nur mit Gott. Na, aber eigentlich passt es eh. Ja. Weil irgendwie ist Gott ja ein ziemlich komischer Gott. Warum? Wie stellt er sich Gott vor? Naja, eitel. Weil man muss ihm ständig huldigen. Ein bisschen depressiv, wenn man ständig frohlocken muss. Dann hat er vermutlich sehr wenig Selbstbewusstsein. Ständig muss man ihm versichern, dass man an ihn glaubt. Ich glaube, seine Urangst ist, dass man seine Leistungen nicht zu schätzen weiß. Erst hallo, da, meine Schöpfung. Ich habe den längsten Schöpfungsprozess hinter mir. Erst da schöpft man sich den Ohr, schaut jetzt in den Leuten wurscht. Ne? So ungefähr.